Aus einer Plastikflasche zu trinken ist in der Hitze nicht ungefährlich. Durch die Einwirkung von Hitze und ultraviolettem Licht, zum Beispiel in einem von der Sonne aufgeheizten Auto, werden die äußeren Schichten des Kunststoffs beschädigt. Aus dem Kunststoff werden die Chemikalien Bisphenol A und Bisphenol S freigesetzt. Beide verunreinigen das Wasser, das Sie aus der Flasche trinken, und bilden eine Art Giftcocktail. Professor Cheryl Watson hat umfangreiche Forschungsarbeiten zu Bisphenol A und Bisphenol S durchgeführt. Wenn Sie auch nur kleine Mengen dieser Stoffe einnehmen, verwechselt Ihr Körper sie mit dem Hormon Östrogen. Sie können die Funktionsweise des Hormonsystems verändern und chronische Krankheiten wie Diabetes, Asthma oder Krebs verschlimmern. Tierversuche haben gezeigt, dass Bisphenol die Entwicklung des Gehirns und des Immunsystems beeinträchtigt. Diese Veränderungen können auch an künftige Generationen weitergegeben werden. In einer Konsumgesellschaft kümmert sich niemand um die menschliche Gesundheit. Das ist einfach nicht rentabel. Die Jagd nach Profit zwingt die Hersteller, nicht über die Auswirkungen von Plastik auf die menschliche Gesundheit nachzudenken. Das Hauptziel ist es, mehr Gewinn zu machen. Und nur in der kreativen Gesellschaft, in der das Leben eines Menschen den höchsten Wert darstellt, werden alle Produkte aus einem absolut sicheren Material hergestellt und sind zuverlässige Informationen über die Qualität der Waren öffentlich zugänglich. Daher ist es unmöglich, gefährliche Produkte herzustellen, und jeder Hersteller ist daran interessiert, nur hochwertige und sichere Waren zu produzieren. Denn nur ein solches Produkt wird nachgefragt werden.